Leute und herzlich willkommen bei Dragon City wieder zu einer neuen Folge. Ich grüße einmal Go 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 und Arish AJ. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dragon City. Wir werden heute drei Leute besuchen. Wir werden zum anderen natürlich den Super Titan Drachen machen. Der Wind-Titan-Drache, der war eigentlich schon eher fertig, aber ich hatte keinen Platz, hatte keinen Platz mehr, ihn auf irgendeinen Lebensraum zu platzieren. Aber ich habe einfach der Wind-Lebensraum verbessert. Und somit ist er dann jetzt auch da drauf. So, ich habe auch noch weitere tolle Drachen. Nämlich zum einen habe ich den Schmiededrachen jetzt bekommen. Ich habe ihn gezüchtet. Er ist fertig. Und zum anderen der Boreas-Drache. Ich hoffe, das ist jetzt auch richtig ausgesprochen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich bedanke mich ganz herzlich für wieder sehr aktive Unterstützung hier in der Allianz. In den Allianz-Missionen, sage ich jetzt mal so. Die Allianz ist jetzt voll, das tut mir leid, aber da wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, so, ja, wieso soll ich dich reinschicken? Diese Person suchte schon sehr lange nach einer Allianz, war bisher noch in keiner und das darf eigentlich nicht sein. Jeder sollte eine Allianz finden, damit er irgendwas bekommen kann. So, hier sind auch noch Drachen drin, zum Beispiel der Dicky und der mutige Drache. Den kann ich allerdings jetzt leider nicht machen. Schade. Es sei denn, ich kann die ganz kurz hier irgendwie, dass wir die irgendwie dann uns auch angucken können. Aber das, können wir eigentlich machen. Okay, Licht. Licht. Können wir einmal jemanden ganz kurz einmal rausschicken. Wir müssen ja nicht verkaufen. Und entweder Krieg oder Feuer, da können wir hier ruhig gerne einnehmen. Weil verbessern kann ich die Lebensräume jetzt nicht, aber ich habe Lebensräume verbessert, sodass die dann auch platziert werden können, sobald die fertig sind. Die brauchen natürlich noch ein bisschen, sodass wir dann auch machen können. So kann man es eigentlich auch machen, ja. Genau, der mutige Drache, den finde ich auch ziemlich cool vom Design her und ziemlich coole Elementkombination und episch. Und apropos episch, ich weiß nicht, ob ich das euch schon gesagt habe, aber bei der Drachenrettung kann ich ja jetzt epische Drachen, Drachenkugeln, wie auch immer, hier holen. Wenn ich das alles gemacht habe, wenn ich alle Kämpfe geschafft habe. Und ich bin da gerade dabei und bin ziemlich auf einem richtig guten Weg. Und das bedeutet, sobald ich das geschafft habe, fehlt mir noch eine Stufe. Oder eigentlich, ja, es gibt nur noch eine Stufe und zwar legendär. Und das klingt auch mal ziemlich cool, oder nicht? Ich weiß nicht, warum ich da nicht früher drauf gekommen bin. Aber das ist auf jeden Fall ziemlich cool, sodass man auch Kugeln bekommen kann von den Drachen und jederzeit die dann, wie auch immer, ne? So, wo ist denn der Dicky-Drache? Der Dicky-Drache war doch hier. Und danach machen wir den Wind-Titan-Drachen. Und da kann ich immer noch mal gucken, ob wir noch irgendwelche Drachen haben. Aber ich schätze mal nicht. Außer, dass die noch ausbrüten müssen. Und dann muss ich ja noch gucken, dass ich irgendwie Platz habe. Aber ich denke mal schon. Mal hoffen. Und das läuft ja schon ziemlich gut hier. Ich kann ja jetzt schon mal anfangen zu starten. Und zwar, ich möchte mit euch über etwas reden. Und zwar, ich habe überlegt jetzt nicht, eine Freundin hat mir gesagt, ich solle mal euch fragen, was haltet ihr denn davon, dass ich ein Let's Play starte von Dragons auf zu neuen Ufern, heißt es jetzt nicht. Irgendwas mit Berg auf jeden Fall. Das Spiel, auch hier auf diesen Kanal zu bringen. Was haltet ihr denn davon? Zum Teil, es ist ja auch was zu... sind ja auch Drachen eigentlich dabei. Und was haltet ihr davon? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ich da ein Let's Play anfangen kann. Dann könnte ich nämlich meinen Account auf mein iPhone benutzen. Natürlich
Ihr wisst ja, habt ja gesagt, als ich das erste Mal aufgenommen habe auf dem iPhone, man hört dieses, wenn du fütterst zum Beispiel, ne, das hört man echt laut und das nervt auch. Das nervt auch. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Vielleicht kann ich dann gucken, dass ich dann irgendwie mit meinem alten Handy, solange es noch funktioniert, dann irgendwie zugreifen kann. Wenn mein altes Handy irgendwann abschmiert, dann ist natürlich dann das iPhone nur noch da, wo dann auch der Account drauf ist. Dann tut mir das, wie gesagt, leid. Ja, der Wind-Titan-Drache. Genau, würde mich sehr freuen, wenn ihr dann so in die Kommentare schreibt, ob ich das machen soll oder nicht, wie auch immer. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob wir andere Drachen haben, außer die gerade noch ausgebrütet werden oder die noch herbeigerufen werden. Kann ja auch manchmal sein. Genau, den versuche ich, den Levitian-Drachen versuche ich gerade zu züchten, wie gesagt. Wisst ihr, habe ich, glaube ich, in der letzten Folge gesagt. Weil man den für den Millennium-Drachen braucht. Und ich züchte ja, wie gesagt, gerade den Kluftdrachen. Da fange ich schon an. Da habe ich ja den, ne, den Fußballdrachen. Da fange ich ja schon an zu züchten, sodass ich danach dann eine Stufe höher bringen kann und dann den Ultraschall- oder Überschalldrache. War das, glaube ich, sodass ich den dann ja, züchten kann. Und dann geht es immer so weiter und dann habe ich alle Stufen erreicht. Und dann kann ich dann auch. Ach, guck mal, der Déjà-vu-Drache, den habe ich auch. Ich habe den jetzt einfach mal vom Drachenrettung genommen, mir Kugeln geholt, weil ich den echt cool finde und ich fand da jetzt ehrlich gesagt nicht so geilere Drachen, die mir echt angesprochen hätten und wie auch immer. Also den finde ich ziemlich cool. Und wenn ich dann die Zuchtheiligtum auf Stufe 8 und alle gezüchtet habe, kann ich dann immer noch mal gucken. Oder ihr könnt mir schreiben, welche Drachen ich dann noch züchten soll, die man da auch züchten kann. Und ja. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir noch andere Drachen haben, die noch nicht, die wir vielleicht auch platzieren können. Aber ich glaube es nicht. Ich habe, glaube ich, gerade schon gesehen, wen ich herbeirufe, weil ich genügend Kugeln gesammelt habe. Den werde ich euch gleich auch noch mal zeigen. Und zwar ist es der, ja, leider nicht einer von denen hier. Dann hätten wir wären wir einen ganzen Schritt näher. Aber das ist der sogenannte, der müsste eigentlich jetzt hier gleich kommen. Ja, er müsste eigentlich jetzt hier auftauchen. Oder er war schon da, kann natürlich auch sein. Aber das glaube ich nicht. Oh. Der Verschmutzungsdrache. Oh. Ist doch mal gut, dass wir mal hier einmal komplett durchgehen, damit wir auch keinen Drachen hier wirklich vergessen. Ja, und ich möchte jetzt nochmal fragen, wie läuft es denn bei euch im hellen Rennen? Ich zeige euch gleich mal, wie es bei mir so läuft. Ich möchte jetzt nicht viel sagen, es läuft eigentlich nicht so gut. Aber ich finde ihn von dem Design her okay, ihr habt mich überzeugt. Ich finde ihn von Design her ziemlich schön. Ein sehr schöner, hoher Winterdrache. Aber ja, ich werde es sowieso nicht mehr schaffen, weil ich bin Runde 7, ja, okay, Runde 7 passt, ja. Und Platz 7. Das heißt, also ich schaffe es echt nicht mehr. Ich würde ihn jetzt auch ernsthaft nicht holen, nicht weil er nicht so schön ist, sondern weil ich auch definitiv noch einige hohe Drachen habe, die auch Reihen haben. Und da würde sich das Ganze ja theoretisch gesehen nicht lohnen, außer vom Design her, aber ja, was wird's, ja, ist halt leider so, ja. Aber ich finde ihn sonst, also ich finde ihn echt schön, muss ich echt sagen. Ich finde ihn echt schöner, hoher Drache. Nee, es gibt wirklich keinen Drachen mehr. Und hier rufe ich gerade den sogenannten Semischer Feendrache herbei. Und der ist auch fertig, aber leider ist hier, ja, wisst ihr, kein Platz. Und hier, da seht ihr, wen ich mir da hole. Und zwar ist es ja. Oh, kann ich das nicht zeigen? Kann ich es. Nein? Aber ich glaube, ihr erkennt, welchen. Oh, noch 2 Stunden. Alle Drachen. Ja, da setze ich auch meine hohen Drachen ein, ganz im Ernst.
Aber ich bin auf einem guten Weg. Das müsste, das kann ich schaffen. So, und es gibt es auch eine Insel, die sogenannte Jahreszeiteninsel. Da kann man einmal den Quarzdrachen holen. Man kann den Wasserturmdrachen holen. Man kann einen Nullpunktdrache holen. Okay, ja. Da ist der sogenannte Drache, den ich herbeigerufen habe, weil ich 120 Kugeln bekommen habe. Den natürlich den weiße Prinzessin-Drache, die Tochter von den beiden. Und der Wassermann Zulikalos-Drache. Ja, wow, super. Aber den einzigen, den ich mir jetzt holen möchte, ist der Wassersturmdrache. Weil der Wassermann Zulikalos-Drache, den kriege ich ja im Heldenrennen. Und, oh. Ja, ist wahrscheinlich bekommen wir da nichts Cooles. Wahrscheinlich reicht's auch nicht. Ha, noch 10. Ja, toll. Naja, wir können ja kämpfen. Ja, also ich glaube, wir kämpfen mal eben. Da können wir nochmal einen Schritt gehen. Ups, tut mir leid, dass gerade alles nochmal laden muss ein bisschen. Aber ich denke, das erholt sich dann wieder. Genau. Mein Galaxy-Drache ist auf A-. Der schafft das noch. Und dann ist der Gezeitendrache dran. Ich hätte, ehrlich gesagt, hätte ich den Himmelsdrachen geholt, den hohen Himmelsdrachen, weil der ist erstens super stark und zweitens echt schön. Aber ihr kennt mich ja. Oder wie auch immer. Naja. So. Wassersturmdrache, ne? Der Wassersturmdrache. Dann führen wir dich nochmal einen Schritt. Und dann werden wir das, denke ich, nochmal schaffen. Wir kriegen höchstwahrscheinlich Futter. Oder wir kriegen einen Drachen, einen Dunkelstahldrachen. Ich habe einen Drachen rausgezogen. Okay. Hallo? Dunkel Stahl. Oh mein Gott. Wie kann das denn jetzt? Oh mein Gott. Ich kann es nicht fassen. Ich habe einen Drachen daraus gezogen. Oh Mann. Okay, gut. Dann würde ich sagen, warum gehe ich jetzt wieder ins Drachenbuch rein? Das frage ich mich gerade auch. Wir werden jetzt die Leute besuchen, die es gerne möchten. Und zwar einmal in der Allianz Toxic Clan 34. Da haben wir dich doch gefunden. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was wir denn da entdecken. 21. 21. Ja. Das lädt, glaube ich, jetzt leider ein bisschen. Aber ich denke, das wird sich in Kürze dann wieder erholen, denke ich. Oh. Schön. Es sieht sehr schön aus. Oh, was hast du denn da alles so Schönes denn dabei? Da wollen wir doch mal gucken, ob wir hier was finden. Das wollte ich jetzt nicht haben. Also, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin sehr überrascht, dass du echt gute Drachen hier bekommen hast. Weil zum Beispiel die ersten beiden Drachen, die sind auf jeden Fall ziemlich gut für dich, hoffe ich. Ja, ich hoffe für dich, dass du das Hähnchen gewinnst, dass du dann einen hohen Drachen hast. Aber ansonsten sieht die Insel echt wunderschön aus. Ihr gebt euch immer so Mühe und Mühe und ich dann immer nur so bläpps, irgendwie nichts. Gar nichts. Aber na gut. Da wird ja noch natürlich noch was sich ändern. Undurchdringlicher Diamantdrache. Was? Wie sieht er denn aus? Können wir mal bitte das. Oh. Oh. Ja. Aber 10 Euro. Ach, Quatsch. Wie sehe ich das schon? Wieso gehe ich jetzt wieder ins Drachenbuch rein?
Hilfe, ich gehe andauernd nur noch ins Drachenbuch rein. Ach, guck mal. Das ist doch gut, dass wir hier. Oh, direkt der Erste. Das trifft sich doch echt super hier. Oh, Level 47. Da hat mich einer wohl überholt. Oh Mann, da hat mich echt einer überholt. Na ja gut, da bin ich mal sehr gespannt, was du denn hier zu bieten hast, was du denn hier für tolle Drachen hast. Ja, ich sehe schon. Ja, ich fange auch etwas spät mit den legendären Drachen an zu züchten, muss ich ja ganz ehrlich sagen, mit den Apokalypsendrachen und keine Ahnung, fange ich echt super spät an. Ja, ihr kennt mich ja. Du hast den Feuer-Titan-Drachen, der hohe Technonik-Drache, der hohe Overlord-Drache, der hohe Irdener-Drache, der hohe Fenrir-Drache, der hohe Übermut-Drache, der hohe Sternennebel-Drachen. Du hast einige Titan-Drachen und wie Vampir-Drachen. Nee, warte. Wie heißen die nochmal? Doch, Vampir-Drachen. Ja, tut mir leid, das wird, glaube ich, sehr lange dauern, bis es geladen hat. Dunkelkommandantdrache. Ja, den Multidimensionsdrachen habe ich auch. Zeitlosdrache. Ja, tut mir wie gesagt leid, dass euch jetzt nicht lädt. Das dauert echt lange. Also ich sag's euch, das dauert echt am längsten. Ich würde sagen 10 Minuten. Wenn ich sage, wenn ich gern noch zu länger. Den Schreckdrachen hast du gestärkt. Das ist ziemlich gut. Oh, Millenniumdrachen habe ich gerade. Millenniumdrachen habe ich gerade gesehen. Und ja. Oh, den Rheindrachen auf alle Sterne. Wow, das ist auf jeden Fall ziemlich krass. Guckt, jetzt kommen so langsam die ganzen Drachen. Jetzt müssen wir eigentlich wieder von vorne anfangen. Theoretisch gesehen. Aber tun wir uns das ernsthaft an? Ja, müssen wir. Aber ganz im Ernst, die Insel, sie sieht auf jeden Fall, also das sieht auf jeden Fall ziemlich. Das finde ich immer noch total witzig, dass immer so Kleingeiten. Also, das ist auf jeden Fall ziemlich geil gestaltet. Also, ich gratuliere dir, dass du so coole Drachen hast und wie auch immer. Und ja. Und ich würde sagen, wir haben jetzt noch einen Kandidaten, den wir besuchen werden. Und zwar einen ganz besonderen, den wir schon mal besucht haben. Ja, da bin ich mal gespannt, was sich denn da so geändert hat. Jetzt lädt das wieder nicht. Ihr wisst ja, es lädt ja wieder nicht. So, dann hoffen wir mal, dass wir dich denn finden werden. Das wäre nämlich echt schön. Ups. Entschuldigung. Aber ich glaube, dass wir dich gefunden haben. Ja, eigentlich kann es nur das sein, ne? Ich hoffe, dass du das jetzt bist. Wenn nicht, dann schreib mir bitte in die Kommentare. Ansonsten hoffen, dass du das jetzt bist. Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht so sicher. Aber ich hoffe mal, ja, also die Allianz stimmt auf jeden Fall. Es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Du hast den hohen Technonik-Drachen, den hohen Irdener Drachen. Oh, den Sturmbringer Drachen. Ups. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich hübscher Drache, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal gucken, was du denn sonst noch hast. Oh, du hast den strahlenden Drachen gestärkt. Den Zündungsdrachen. Oh ja, den Zündungsdrachen. Da brauche ich auch nicht mehr viele Kugeln. Ich brauche, also am meisten wenig brauche ich noch für den Tintendrachen. 30 waren das, glaube ich. Und letztens habe ich ein paar bekommen. Da bedanke ich mich ganz herzlich von einem. Dann wird es nämlich so langsam, dann kriege ich den nämlich so langsam. Wenn bei den Tintendrachen, den finde ich auch echt schön, ein echt schöner Drache.
Und ich sehe, du hast echt schöne Drachen. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich sehe hier immer noch nicht ein. Ja. Wie soll ich sagen? Ein Apokalypsendrachen. Fängst du noch nicht an zu züchten oder was ist los? Ich frag ja nur, weil so langsam solltest du mal auch mal anfangen. Ja gut, ich meine, die sind jetzt vielleicht nicht so ganz geil, aber ich finde die trotzdem ziemlich cool, ehrlich gesagt. Also ziemlich coole Insel wieder, richtig toll, die drei Inseln, die waren echt schön. Und ja. Hier kann man sogar noch eine Truhe ziehen, wo man vielleicht einen von den hohen Drachen ziehen kann, aber glaubst du ernsthaft, dass man einen hohen Drachen daraus ziehen kann? Ich glaube eher weniger, ja. Genau, hier versuche ich noch ein paar Drachen zu züchten, die ich noch nicht habe, damit meine Sammlung und wie auch immer, damit ich Sachen hier abschließen kann, weil ich habe zum Beispiel jetzt hier, zeige ich euch mal ganz kurz. Hier habe ich ja, den Himmelsdrachen gezüchtet und dann mache ich den jetzt mache ich den Tausendfüßlerdrachen, sodass ich hier die ganzen einfachen Missionen hier abschließen kann. Ja. Gut, das, wenn ich das gemacht habe. Aber ich brauche ja eigentlich auch nicht mehr so viel. Okay, die kann man jetzt. Aber bei einer brauche ich auch nur noch ein paar. Frage ist, wo war das denn nochmal? Das war auf jeden Fall hier, da. Da fehlen mir nur noch zwei. Die beiden hier. Die beiden hier fehlen mir noch. Dann kriege ich diesen schönen Drachen. Den hier. Nein. Ich meinte diesen schönen Drachen. Den kriege ich dann. Das möchte ich auf jeden Fall versuchen. So wie. Den hier, den brauche ich auch noch. Dann kriege ich den hier. Den finde ich auch schön. Ja, den jetzt nicht. Da fehlt mir der hohe Drache. Aber ja, so dass ich ein bisschen hier so ein bisschen sammle. Ich würde auch schon sagen, das war's es von dieser Folge von Dragon City. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht dir keine Sorgen, wenn du 20 Tage nicht aktiv sein kannst, dann ist es kein Problem. Ich werde dich nicht kicken oder sonst was. Mach dir keine Sorgen. Super, dass du es geschrieben hast. Vielen Dank. Ich schreibe dir auf jeden Fall gleich zurück. Ja, dann würde ich sagen, das war's von der Dragon City Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und Abo da, falls es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge oder Video wieder. Vielleicht, wenn ihr sagt, ja, wir möchten unbedingt, dass du Dragons, wie auch immer, aufnimmst, dann könnte ich mich darum kümmern. Und ein paar Tage später könnte ich dann theoretisch gesehen damit schon anfangen, ein Video aufzunehmen. Oder ich fange nochmal von vorne an, wie auch immer. Oder vielleicht kann ich auf den Account zugreifen, je nachdem. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao!